Ich habe gesagt, nun wird offensichtlich versucht, auch mit gekauften Demonstranten die Verabschiedung des Urheberrechts zu verhindern. Damit habe ich ausdrücklich nicht die tausenden jungen Menschen gemeint und die tausenden Menschen gemeint, die auf die Straße gehen, die vom Recht auf Demonstration Gebrauch machen. Ich werde das immer verteidigen, weil ich überzeugter Demokrat bin. Aber wenn die Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem Artikel mit der Herr Caspary, 30 Sekunden bekommt man für eine Frage. Sie haben sich geäußert und jetzt Frau Arena darf auch eingehen. 30 Sekunden, das sind die Vorschriften, an die wir uns halten müssen. Frau Arena, bitte. Herr Caspary, Sie haben es gerade selbst vorgelegt. Sie haben gesagt, dass einige Demonstranten gekauft waren. Und Sie haben da von 450 Euro geredet. Wir haben es alles gehört. Die 450 Euro, von denen Sie geredet haben, hat die Bürgerrechtsorganisation EDRI ihren Mitgliedern und Freiwilligen angeboten, um nach Brüssel zu kommen, um an Lobbytreffen teilzunehmen. Genauso tut das die GEMA. Sie glauben doch nicht wirklich, dass wenn zum Beispiel Mitglieder der GEMA nach Brüssel eingeladen werden, dass die ihre Reisekosten selbst tragen müssen. Das sind keine gekauften Demonstranten. Madam Reda, thank you. Frau Reda, danke schön.